willkommen zum zweiten Teil von Slime Ranger. Diesmal sind wir in einer anderen Location, wie ihr seht. Es ist hier viel besser, ich fühle mich auch viel wohler hier. Und ja. Und ein besseres Equipment haben wir diesmal dabei. Ja, hört man noch, oder? Ja, genau. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach wieder an weiterzuspielen. Wir sind jetzt an Tag 2 angekommen. Ja. Und dann leg mal los, würde ich sagen. Da wir hier schon gerade so schön in den Einstellungen sind, würde ich sagen, wir schauen mal, was es hier so gibt. Errungenschaften jucken uns nicht fürs Erste. Da stehen nur, welche Slimes wir bereits gefangen haben. Deswegen Slimepedia. Das ist im Grunde auch das, was wir neben der Plot-Sammelmaschine schon gesehen haben. Und hier sehen wir auch, welche wir gefangen haben und dann die Infos. Zum Beispiel pinke Slimes. Die haben keine Lieblingsessen, wie zum Beispiel ein Felsslime. Die mögen nämlich Herzhügel. So, und da wir ein Felsslime, im Englischen Rock Slime haben, müssten wir uns eigentlich auf der Suche nach Herzrüben machen. Denn wenn sie etwas essen, was sie gerne essen, dann geben sie mehr Plots und somit mehr Geld. Also so machen wir Business. Ja. Also letzten Endes muss man sogar auf die Ernährung der Slimes Acht geben, um voranzukommen. Wir haben in der letzten Folge haben wir uns ein zweites Gehege geholt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau. Mit Pogefrüchten haben wir schon reingetan. Genau. Vorbereitet für die Phosphor-Slimes. Da waren wir wieder bei den Phosphor-Slimes gewesen. So, by the way, ich hoffe, dass jetzt die Videoqualität wirklich ein bisschen besser ist und die Mikroqualität. Weil davor haben wir mit einem MacBook aufgezeichnet und dann halt die interne Webcam und das interne Mikrofon benutzt. Und diesmal seht ihr es ja auch schon im Video, es ist ein bisschen professioneller, sag ich jetzt mal, mit dem Mikrofon und dementsprechend müsste das eigentlich ganz okay sein. Ja, wie bereits gesagt, ich fühle mich hier viel wohler als in der vorherigen Location. Das war nämlich bei mir zu Hause und ich habe gar kein Equipment und wenn dann nur, ja, nicht so gut. Ja, und mein portables Equipment ist halt noch ein bisschen eingeschränkt. Aber die nächsten Videos werden jetzt hier erstmal in dieser Location erscheinen und mit dem Equipment. Ja. Und wir hoffen, dass wir euch einigermaßen unterhalten können. Was war denn das gerade da für ein Smartwatch-Anruf? Oder was haben wir da gesehen? Ja, das ist ein normaler Anruf. Ich glaube mal von Nachbarn irgendwen. Tora West, hilf mir hierbei aus und ich stelle sicher, dass du bekommst, was dir geschuldet ist. Warum so förmlich und poetisch? Und sie möchte Huhn, Steinhuhn und 3 Phosphor-Plots. Dafür bekommen wir Kuchenfrüchte, Geld, Huhn. Hä, und noch ein Huhn? Die will Hühner und die gibt ein anderes Huhn, oder ja, was? Ja, das ist irgendwie ein Glockhuhn oder so, kein Plan. Sie will andere Hühner dafür, warum auch immer. Das können wir machen, um Geld zu verdienen, einfacherweise. So, wo wussten wir denn, wo Steinhuhn ist? Hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Nee, das da in diesem Nest da, was du gesagt hast, da wo die immer spawnen, da auf diesem Hügel oben drauf, da musst du hochspringen. Warte. Wir merken uns vielleicht erstmal, was wir brauchen. Wir brauchen 6 normale Hühner, merkt ihr das? Ja, hörst du das? Ey, ich schreib mir das auf, ey. Gleich kommst du da an, ich so, 6 normale Hühner. Hörst du das? Grillen? Nein. Ach, Hühner. Ah, das, ja, genau. Wir sind schon bei uns, ist irgendwie verbunden. Oh, noch ein Hühner. Wenn du es gackern hörst, dann sind es halt Hühner. Wir können die schon mal reintun, um einfach Platz zu holen. Okay, also wie viel brauchen wir jetzt an den normalen Hühnern, weil ich habe die Einkaufsliste jetzt hier, die ich schreiben muss. Ja. 4 normale Hühner, 2 Steinhühner und 3 Machtlord. 4 normale Hühner, 2 Steinhühner. By the way, hier ist gerade meine Einkaufsliste in unserem Chat. Und jetzt sind wir bei Hühnern. Normale Hühner, 2 Steinhühner und 2 Plordhühner, ne? Ja. Wow. Ist vor, ist wir sammeln erstmal 10, damit es nicht zum Überlaufen kommt. Mhm. Und halt 3 von den 10 Plots. Wir essen soweit ich weiß die Früchte. Dementsprechend, nein, ist doch nicht Plot, ist ein Plot. Jetzt bist du. Und jetzt? Super. Ein Plot. Ich weiß nicht, in welcher Zeitspanne sie das produzieren, sozusagen. Deswegen einfach mal füttern. Nee, das ist derselbe, okay. Wieder keine Energie. Fox Slimes, oh. Ich achte jetzt mal darauf, dass wir nichts rauskappen.
Ja, das wäre super. Beziehungsweise vielleicht ein bisschen Ende und Anfang, so die ersten Sekunden. Aber ansonsten bemühen wir uns, das Uncut zu lassen. Ja. Wobei ich ja auch schon einmal erklärt habe, oder erklären werde, weiß ich nicht, je nachdem, wie wir es hochladen, dass wir mit dem Schneiden noch nicht so ganz drin sind und dass wir da noch den ein oder anderen Tipp bräuchten, wie das so funktioniert. Aber wir geben unser Bestes, dass wir das jetzt demnächst hinkriegen. Das Einzige, was wir jetzt geschafft haben, sind böse Wörter rauszukacken. Da waren wir auf einmal ganz gut dabei, weil sonst hätte das erste Video nicht wirklich... Also, es würde nichts bringen, es hochzuladen, sag ich mal so. Na super, hier sind keine Steine mehr. Was heißt das? Wir müssen zum Nest. Wir sind beim Nest. Dann müssen wir... wir müssen auf den Tag warten, ne? Zu einer bestimmten Tageszeit, oder nicht? Ja, warte ab, du stellst mir Fragen. Warte, gleich fange ich mit Pokémon an, Fräulein. Dann stelle ich dir Fragen. Aber das Problem könnte jetzt hierbei sein, dass die Aufgabe begrenzt ist. Dementsprechend haben wir vielleicht nur noch 2 Stunden Zeit. Oh mein Gott, ich hasse diese riesigen Dinger, die da durch die Luft schweben und so leuchten wie so fette Glühwürmchen. By the way, wieso gehst du nicht schlafen? Ja, ich gehe ja schon. Voll lustig, du gehst so seelenruhig schlafen und währenddessen wird deine Ranch angegriffen, Digga. Seitig. Und ja, auch wieder böses Wort. Müssen wir rausschneiden. Egal, mach weiter. Wir machen diesmal gut, weil wir sind machen ganz böse Sachen. Ja. Okay, das heißt, wir brauchen nur noch 2 normale Hühner und Steine. Okay, indem wir schlafen. Mal schauen, ob dann unsere Pokéfrüchte verfolgen. Das Wort zum Sonntag. Ja, wir haben noch 5 Stunden Zeit. Ich glaube, das sollte machbar sein. Das ist machbar. Ja, wir gehen einfach instant zu deiner ganz hinten. Oh, da ist sogar noch ein Phosphorus, aber der löst sich gleich auf. Oh nein, er stürzt ins Verderben. Gut. Nein, nein. Genau deswegen male ich die pinken Slimes. Ich nehme mir alles, was ich haben möchte. Mhm. Denn sie essen ja alles, wie wir gesehen haben bei Slimepedia. Warte, wie brauchen wir denn noch? Was war das denn? Das war ein Goldslime. Genau, werde reich oder stirb beim Schleimen? Ja, was auch immer das heißt. Ah, der wird Steinhuhn, scheiße. Steinhuhn. Ja. Jawohl, okay, wir haben genügend Stein wieder. Normale Hühner finden wir uns auch, aber dafür ist ja das andere Nest hier. Aber ja, die pinken Slimes waren schon vor uns. By the way, was ich dich noch fragen wollte, was hältst du eigentlich von der Videolänge? Wie lange willst du denn so diese Videos, Let's Plays machen, so Parts? Wenn wir cutten würden? Nee, ich will also das Endvideo, was wir letzten Endes hochladen, cut hin oder her. 15 bis 20 Minuten. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt auch schon an so an 20, 25 Minuten gedacht, dass das okay ist. So, oder dass man sich so diese Zielsetzung 20 Minuten nimmt und dann halt plus minus schaut, ne? Ja, aber beim Spielen verliert man ja doch. Ja, deswegen hast du ja das Gute, dass du so eine Zeit nebenbei herläuft, ne? Welche Zeit? Wovon sprichst du? Naja, wenn du auf den Monitor schaust, dann siehst du es auch. Achso, nein. Also, ein Goldplot. Schauen wir mal ganz, ganz hinten in der Liste. Oha. Oha. Und du hast einen heute, ne? Ja. Ja, 285. Da muss man schnell reagieren. Oha. Einfachsten, was man im Spiel bekommen kann, scheitert hier. Es scheitert jetzt wieder. Naja, wir haben nur noch 3 Stunden und diese Hühner spawnen nicht in Sekundentakt. Mhm. Wir können einfach mal hoffen, dass wir da irgendeiner auf der Welt. Ah, haben wir sogar. So. Glück gehabt. Sie gibt uns 3 Sachen, wir brauchen 3 Sachen. 3. Hä? Was?
Was machst du? Ah, okay. Ach so, direkt aufsaugen mit, so. Ja, mit dem Staubsauger. Wir müssen ja ein paar Stunden warten und dann so. Jetzt können wir auch endlich die Phosphor-Slimes rein. Hohe Wände auch einfach. So. Jetzt halten wir sie dran. Ja, die essen ja. Ah, da haben wir's. Die können uns zum Glück nicht angreifen. Im Gegensatz zu den Hell-Slimes. Gut, gut, ich weiß schon. Wie schnell das Leben einfach runtergeht in den nicht schönen Fels-Slimes. Das hast du schön formuliert. Oh, die bringen 18 gerade laut Kurs, ne? Ja, und so ist sogar gestiegen seit gestern. Mhm. Aber das finde ich mega, als sie diesen Kurs so ein bisschen gemacht haben. Ja, ich finde es auch schön. Ja, unnötigerweise haben wir jetzt hier Tiere. Und die können übrigens auch alt werden. Was? Ja, keine Ahnung. So. Ich glaube, wir haben noch nicht genug für einen Quarksammler. Nein, den Futterautomaten auch nicht. Es fehlt 55, okay. Das Spiel ist im Grunde nur Farm, so. Farm, was für eine Ironie. Ranch. Yeah. Oh, mein Englisch ist not very good. Because I'm Borat. Borat? Kennst du Borat? Ist ein Film, ne? Ja, willkommen in den US und A. US und A? US und A, ja. Das ist so ein, aus Kasachstan einer. Ich habe das letztens mit meiner Verlobten geschaut. Und die fand den überhaupt nicht lustig, was ich nicht nachvollziehen kann, weil das genau so mein Humor ist, so dieses Dämliche einfach. Welches Genre? Ist dieser Film? Comedy. So, wir haben uns jetzt einen Futterautomaten geholt. Und wir können auch einstellen, wie schnell das Essen kommt. Und da müssen wir uns aber an der Menge von Slimes orientieren. Und sie lächeln sehr schön. Das heißt, die sind zufrieden, alle haben schon gegessen. Und die wollen nicht ausbrechen, dann wenn die zufrieden sind, ja, oder was? Wir machen einfach mal drei, damit sie immer zufrieden sind. Mhm. Damit wir sie auch behalten. Lass dich nicht stören. Ich würde einfach mal sagen, dass wir Essen sammeln und dann zu den Pink Slimes. Du hast Pink Slimes. Ja, absolut. Ich hab, warum auch immer wir jetzt wieder eine Mail bekommen? Nein. Das ist voll traurig. Wir gehen in den naturräumlichen. So. In den Naturraum und klauen den einfach das Essen. Hm. Das ist voll. Na, das wäre jetzt auch wieder so ein richtig langes Thema. So, was man so richtig ausschweifen könnte, was der Mensch nicht so alles mit der Natur macht oder nicht macht. Oh ja. Könnte man ein Referat drüber schreiben, machen, tun. Ja. Wie, du bist Hühner sammeln! Ja doch, die Pink-Slimes ist ja alles, was wir an Aber es gibt ja noch wahrscheinlich viel mehr Arten, als die wir jetzt gerade kennengelernt haben, ne? Natürlich, wir sind da erst wirklich... Aber da kommen noch welche dazu, ne? 0,1% haben wir erst erforscht. Wie ich das einschätze. Und wie ist das mit der Map? Ja, wie mit der Map? Wo ja, kannst du auf die Map schauen? Wir... Grundsätzlich... Achso. Kann man sagen, dass all diese Berge, die du im Hintergrund siehst... Oha, das sind alles noch Maps sein, mäßig. Das sind alles noch Maps. Oder einfach nur unnötige Sachen, die du hier fliegen kannst. Oh mein Gott! Das ist ja ein richtiger Jumpscare. So, wo war das denn letztes Mal? War das... Nein, das war nicht hier. Der schläft da einfach. Das war nicht hier. Oh, genau. Wenn wir hier rübergehen... Was ist das denn?
Quadermehl. Und was war Quadermehl für ein Favorit von welchem Slime? Köstlich süß und sie rollen nie vom Tisch, ist das auf jeden Fall. Wieder? Das ist das erste Mal, wo du mich jetzt ein auf erwischt. Davor konnte ich doch immer eine Antwort geben. Hä? Hä? Überhaupt die letzte Frage. Hühnerzeitpunkt? Spawn? Hast du mich gefragt? Doch. Die können wir doch beide nicht beantworten. Nein, du hast mich ja gefragt, so, ja, wir sind doch auf dem Nest. Was ist denn jetzt mit den Hühnern? Und dann meinte ich doch so, ja, Ach so. Ja, dann habe ich das doch richtig beantwortet. Dann meintest du richtig, andere Uhrzeit, genau. Slime-Schlüssel, ja, haben wir jetzt verstanden. Ja, okay, ich wollte das nochmal betonen. Okay. Früher oder später können wir ein Fliegerät mit TÜV. Aha, Fliegerät mit TÜV, kaufen. Ja. Und dann können wir auch, keine Ahnung, irgendwo hinfliegen, sofern es die Map erlaubt. Mhm. Gehen wir erstmal mal zurück. Weißt du noch, wo der pinke Slime war? Ich weiß es nicht mehr. War da nicht auf so einer einsamen Insel? Ja, war er. Pogo-Frucht. Gut, ich würde sagen, diesen Tag noch zu Ende. Ja, auf jeden Fall. Hoffen, ihn voll zu füttern. Ah, das war hier. Ja, doch irgendwie. By the way, was mir aufgefallen ist, ne, wenn man mit dem MacBook streamt, ne? Du siehst, wenn du kurz auf den linken Bildschirm rückst, da hast du CPU zum Beispiel, ne? Da. Und bei MacBook stand irgendwas mit 45%. Guck mal hier, die CPU ist bei 14% einfach nur. Ja, ja, ist weniger. Also die CPU-Auslastung liegt bei... Aber... Ein Schlüssel! Wo waren wir denn gerade? Schwabbelbauchpatzer. Was? Wo steht das? Den stand da gerade. Oben rechts. Und sie stürzen sich jetzt alle ins Verderben. Das hast du jetzt lieb formuliert. Genau, was passiert mit Slimes, wenn sie ins Wasser fallen? Sind sie dann nicht mehr unter uns? Also, die sind außerhalb der Map, würde ich sagen. Die fallen auch so. Aus der Map. Aber an sich, es gibt Slimes, die nur Wasser lieben. Keine Ahnung. Und jetzt haben wir doch sogar ein bisschen Essen für dich. Ja, es sind halt Unterschiede, ne? Es ist einfach nur gewöhnungsbedürftig. Ja, vor allem, es gibt so ein paar Leute, die sagen so, boah, also wenn ich mir einen Computer kaufe, dann brauche ich definitiv einen Mac. So, und ich weiß nicht, ich gehöre immer so zu der geringverdiener Arbeiterschicht. Ich bin mit Windows aufgewachsen. Mein Vater hätte sich damals niemals, oder unser Vater hätte niemals damals irgendwie einen Mac geholt, ey. Das ist... Ja, aber 1983 oder sowas. Ich will jetzt keine falschen Jahreszahlen nennen, aber da kam doch schon der erste Mac-Computer raus. Und jetzt überleg mal, okay, selbst wenn die jetzt nicht so einen Hype generiert haben, kannst du mir nicht erzählen. Der war gar nicht gehypt. Erst mit Handys hat mich gesehen. Ja, 2007. Aber so, ich sag mal so, die ganzen Firmen und sowas, also einige hatten da bestimmt schon irgendwelche Mac-Computer gehabt. Kein Product Placement an der Stelle. Ja. So, ich würde sagen, hier hören wir auf. Wir schauen uns das beim nächsten Mal an, wer hier angerufen hat, was er möchte. Und gehen jetzt einfach schlafen und beenden. Somit dieses Video. Bis morgen schlafen. Also vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. So, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ja. Schreibt das gerne in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt, ob man einen Quali-Unterschied bemerkt, so zwischen unserem ersten und jetzt sage ich mal dem zweiten Video. Und ja, bis zum nächsten Mal.